Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit Borussia Dortmund. Der letzte Spieltagsjahr. Ja, es ist soweit. Die Saison ist fast vorbei. Wir haben nur noch ein Spiel und es ist so extrem spannend in der Liga. Bayern momentan auf Platz 1. Wir sind auf Platz 2 mit Borussia Dortmund. Beide Teams trennt nur ein einziger Punkt. Das wird wirklich extrem spannend jetzt am letzten Spieltag, weil wenn die Bayern verlieren sollten und wir gewinnen, dann sind wir Meister. Wenn die Bayern gewinnen, dann sind die Bayern Meister. Also es wird wirklich ein Herzschlagfinale geben. Ja, die Bayern müssen ja gegen Hannover ran, in Hannover. Hannover ist momentan auf Platz 11. Die können nicht mehr großartig nach unten rutschen. Nach oben geht auch nicht mehr so viel. Also für die ist die Saison eigentlich schon relativ gelaufen. Deswegen werden die wahrscheinlich immer zu 100% da reingehen. Aber wir müssen gegen den VfL Wolfsburg. Wir müssen in Wolfsburg ran. Und Wolfsburg ist momentan auf Platz 3 und da oben geht es so ziemlich eng zur Sache. Also Platz 3, 4 und 5, alle nur um 2 Punkte auseinander. Und Wolfsburg will natürlich in der Champions League spielen nächstes Jahr. Deswegen werden die nochmal mit richtig Vollgas rangehen. Das wird natürlich keine leichte Begegnung für uns. Also von der Tabelle aus haben die Bayern den leichteren Gegner. Wir müssen jetzt erstmal reingehen ins Spiel. Wir spielen in Wolfsburg. Das wird natürlich ein Wahnsinns-Herzschlag-Finale. Wir werden erst in den letzten Sekunden erfahren, wer deutscher Meister ist. Ob Dortmund oder ob die Bayern fallen dürfen, so wie man natürlich alle Tornios an, aber es interessiert eigentlich nur Bayern gegen Hannover und ich würde sagen, den Rest machen wir aus, weil es interessiert wirklich nur Bayern gegen Hannover. So, kurzen Blick auf die Aufstellung, ja, wieder die beste Aufstellung reingetan, was ich momentan bei Dortmund bringen kann, vorne Jackson Martinez, dann Di Maria, Marco Reus links, James Rodriguez rechts, Arturo Vidal, Gündogan vor der Abwehr, die Abwehr besteht aus Marcel Schmelzer, David Luiz, Subotic, Piszczek und Courtois war wieder im Tor. Werden wir Deutsche Meister? Werden die Bayern Deutsche Meister? Das werden wir gleich erfahren. 90 Minuten, dann haben wir eine Entscheidung und dann würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Der letzte Spieltag voll für Wolfsburg gegen den Borussia Dortmund. Los geht's! Das Herzschlagfinale steht an und damit herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Saison. Wolfsburg empfängt Borussia Dortmund und gleichzeitig spielt Hannover gegen den FC Bayern München. Und beide Teams trennt nur ein einziger Punkt. Das wird so spannend in der Saison. Die Entscheidung fällt erst am allerletzten Spieltag, vielleicht erst in den letzten Sekunden. Das werden wir erst nach dem Spiel erfahren. Der VfL Wolfsburg ist ein richtig starker Gegner. Es wird kein leichtes Spiel für Borussia Dortmund, denn Wolfsburg ist momentan auf Platz 3. Die haben eine gute Saison gespielt und die wollen natürlich unbedingt in der Champions League spielen. Deswegen brauchen sie mindestens einen Punkt heute. Aber einen Punkt, der reicht Borussia Dortmund heute nicht. Denn dann wären sie automatisch Zweiter, auch wenn die Bayern verlieren sollten. Denn die Bayern haben die bessere Tordifferenz. Und jetzt schauen wir ganz kurz auf diese angesprochene Tabelle. Bayern auf Platz 1, Tordifferenz von plus 49. Dortmund nur eine Tordifferenz von plus 39. Und hier die Aufstellung von VfL Wolfsburg. Vorne eine einzige Spitze. Nur das Spiel mit dem 4-2-3-1-System. Aber mit dem sind sie der Saison ganz gut gefahren. Luis Gustavo natürlich in den Reihen von Wolfsburg. Vielleicht will er seine alten Kollegen vom FC Bayern zum Titel schießen, den Wolfsburg heute gewinnt. So, hier die Aufstellung von Borussia Dortmund. Fernando Torres nur auf der Bank heute, aber für ihn spielt Jackson Martinez. Das wird ein Wahnsinnsspiel, das wird ein Spiel der Nerven. Wer schafft's? Bayern oder Dortmund? 90 Minuten zum Schlau. Jetzt ist Anschluss, jetzt geht's los. Borussia Dortmund mit dem Anschluss. Sie müssen auf jeden Fall vorlegen. Also Dortmund muss auf jeden Fall gewinnen. Und dann müssen sie natürlich auf den Fall auf Hannover 96 hoffen. Vielleicht schaffen es ja die Hannoveraner, dass sie irgendwie... Ja, unentschieden würde ja Dortmund rein bei einem Sieger. Und jetzt die Chance, erste Chance und schon fast der erste richtig gute Tor. Di Maria mit der Riesenchance nach Flanke von Marco Reus. Kommt er da leider ein bisschen bedrängt zum Ball, aber das ging nochmal gut. Benay hat ihn, aber wir sehen schon, Borussia Dortmund fängt von Minute an einzudrücken, aber jetzt verliert James Rodriguez den Ball gegen Malanda. Weiter geht's zu Dumbia. Dumbia mit dem hohen Ball zu Junior Malanda. Aber Gündogan hilft mit hinten aus und dann drücken sie zu dritt auf den Spieler drauf. Und James Rodriguez spielt den Ball jetzt aus. Einwurf für den Fall für Wolfsburg. Jetzt Rodriguez mit dem hohen Ball. Aber da steht Dumbia im Abseits im Strafraum vom BVB. Schauen wir nochmal drauf. Richtige Entscheidung. Steht mit dem Fuß im Abseits und deswegen Freistoß für Borussia Dortmund. So, 6 Minuten sind rum. Leider haben wir ja keine Live-Konferenz. Bei FIFA 13 war das ja noch, da wurden ja live die Ergebnisse oben eingeblendet, wenn ein Tor gefallen ist im anderen Stadion. Das wünschen wir jetzt auch, aber vielleicht kommen sie bei FIFA 15. So, jetzt Arturo Vidal versucht sie durchzusetzen, bleibt hängen, aber Borussia Dortmund holt sie den Ball zurück. Jetzt Fackner zu Gustavo, weiter geht's über Co. Jetzt kommt Wolfsburg vielleicht mal mit dem ersten Angriff, für Vierina.
Schön weitergeleitet zu Co. Jetzt Wolfsburg auf der rechten Seite. Schmelzer dazwischen. Und der Ball bleibt im Spiel, aber der Befreiungsschlag landet wieder direkt beim Wolfsburger. Jetzt Fackner. Weiter zu Malanda. Dortmund läuft jetzt schon längere Zeit den Ball hinterher. Jetzt Perisic. Zurück zu Malanda. Malanda mit dem Ball in die Mitte. Finde Perisic. Weiter geht's mit der Flanke. David Luiz dazwischen. Klasse gemacht. Jetzt Rodriguez weiter zu Piszczek. Piszczek sucht in der Mitte den Mitspieler. Aber ging die Situation gerade noch so gut, dass er gefährlich werden könnte. So, jetzt Marcel Schmelzer. Auf der anderen Seite findet er Gündogan. Gündogan, James Rodriguez mit auf dem Flügel, aber spielt erstmal in die Mitte zu Di Maria. Jetzt Di Maria vorne, schade, Jackson Martinez und Marco Reus und keiner kommt hin, schade. Gut gedacht von Di Maria, aber leider Martinez und Marco Reus nicht schnell genug, um an diesen Ball zu kommen. Und die Situation erstmal entschärft für den VfL Wolfsburg. Und die kommen über Malanda. Weiter zu Luis Gustavo. Vielleicht schießt er eher heute den FC Bayern zum Titel. So, jetzt erstmal Handspiel, aber nee, schießt er, lässt weiterlaufen. Und jetzt fällt die Chance über Jackson Martinez, aber der kommt gegen Knoche nicht ran. Wieder die Wolfsburger Abwehr sicher zur Stelle. Die spielen momentan ganz gut, lassen wenig bis nichts zu in diesen ersten 20 Minuten. Und jetzt der hohe Ball auf Dumbia. Dumbia kommt da nicht hin. Der Ball geht wieder ins Aus, gibt Abstoß für Courtois im Tor vom BVB. So, 20 Minuten sind rum. Ja, bis jetzt ist es wirklich so das Spiel der Taktik mehr. Also beide Teams riskieren jetzt nicht das Letzte, um hier das Tor zu erzielen. Beide Teams stehen hinten sehr souverän. Und der BVB kommt über Jackson Martinez. Jackson Martinez mit dem Ball zu James Rodriguez. Das Fähnchen ist oben. Das Fähnchen ist oben. Und dann James Rodriguez noch gegen Benjalio ein bisschen aggressiv zum Mann gegangen. Aber Schütze lässt weiterlaufen. Der Ball landet wieder beim BVB über Di Maria. Nimmt aus Marco Reus mit. Reus, der beste Torschütze in der Saison beim BVB. Weiter geht's über Marcel Schmelzer. Schmelzer, wohin mit dem Ball? Schmelzer. In der Mitte war der Jackson Martinez. Auf den Ball, bringt ihn flach rein. Aber der bekommt den Ball leider nicht aufs Tor. Schade, war eine gute Möglichkeit. Aber Jackson Martinez gut gestört. Und deswegen Einwurf für den BVB. Über Arturo Vidal. Weiter geht's zu Marco Reus. Zurück zu Vidal. Der Ball war anscheinend im Aus. Schade. Einwurf für den Fall von Wolfsburg. Schnell ausgeführt. Marco Reus erstmal zurückgeköpft. Aber direkt in die Beine von Luis Gustavo. Jetzt Vierina. Vierina schickt Co. auf dem Flügel. David Luiz ist bei ihm. David Luiz klärt sicher. Aber es gibt Einwurf für den Fall von Wolfsburg. So, jetzt Vierina wieder am Ball. Aber der lässt ihn durch. Und da kommt Di Maria. Der verpennt aber den Ball. Und deswegen Wolfsburg weißt du am Ball, aber Di Maria hilft jetzt hin mit aus und jetzt, oh, riskanter Ball hier, aufpassen, David Luiz, das war richtig riskant gespielt, wenn da Dumbia rankommt, dann wird es gefährlich, aber jetzt Di Maria auch schon wieder vorne, jetzt Di Maria, wohin mit dem Ball, schickt außen Marco Reus gegen Fackner, verliert den Zweikampf und spielt den Ball anschließend ins Aus, wieder Einwurf für den Fall für Wolfsburg, also Wolfsburg hat auf jeden Fall ein starker Gegner für Borussia Dortmund, erste halbe Stunde ist rum, es gab keine großartigen Torchancen. Weder hüben noch drüben. Und jetzt kommt erstmal Gündogan. Gündogan. Ganz außen geht James Rodriguez. Guter Ball auf Rodriguez. Vielleicht macht er jetzt was Gutes. Rodriguez versucht sie den Ball zurechtzulegen. Aber Perisic ist dazwischen. Kein Abschluss vom kolumbianischen Superstar. Und jetzt kommt Wolfsburg mit schnellen Schritten. Aber Marco Reus hilft hinten mit aus. Und weiter geht's über Arturo Vidal. Vidal versucht weiter zu spielen. Wird vom Wolfsburger schon abgeblockt. Aber es bleibt beim Einwurf für den BVB. So, 37 Minuten sind hier gespielt in Wolfsburg. Immer noch 0:0. Würde natürlich bedeuten, die Bayern sind momentan automatisch deutscher Meister. Sie müssten nicht mal gewinnen. Sie sind automatisch deutscher Meister. Jetzt Marco Reus. Versuch's gegen Knoche, schafft er leider nicht. Und weiterhin der VfL Wolfsburg am Ball. Die erste Halbzeit neigt sich jetzt so langsam am Ende. 5 Minuten sind es noch. Und jetzt kommt Wolfsburg. Und wenn wir einen hohen Ball auf Dumbia, der setzt sich ja gut, aber Piszczek sofort hinter ihm her. Und sicher geklärt über Subotic weiter zu Schmelzer und jetzt zu Marco Reus. Reus zu Arturo Vidal. Jetzt Vidal. Oh, verliert ihn da in einer ganz blöden Situation. Jetzt Dumbia legt vor für Perisic und der Mann mit dem Abschluss. Erster Abschluss vom VfL Wolfsburg in der 43. Minute erst, aber der geht deutlich übers Tor drüber. Bleibt hier weiter beim 0:0. Jetzt außen geht um James Rodriguez, sieht aber schon mal Jackson Martinez. Jetzt die Chance. James Rodriguez, Rodriguez. Kann er die machen? Rodriguez mit der Riesenchance und dann ist Benaglio da. Die Riesenchance, die größte in der ersten Halbzeit. Klasse gespielt von Jackson Martinez und Rodriguez.
verschießt gegen Benaglio. Richtig gute Chance, aber es gibt Eckball für den BVB. Und das sind natürlich David Luiz und Subotic mit vorne. Ball fliegt aber auf Jackson Martinez. Kommt keiner hin. Müsste Einwurf für den BVB geben. Jawohl, richtig entschieden. Jetzt nochmal Einwurf. Vielleicht noch eine Chance. Die letzten Sekunden laufen der ersten Halbzeit. Ist Marco Reus beim Einwurf. Erstmal zu James Rodriguez. Jetzt Rodriguez zu Subotic. Subotic zu Vidal. Arturo Vidal. Außen warte Marco Reus. Aber Wolfsburg ist wieder mal dazwischen. Jetzt vielleicht nur eine Konterchance. Aber ich glaube, der Schiedsrichter wird abpfeifen. Subotic dazwischen und jetzt sind wir Gündogan. Gündogan weiter zu Di Maria. Di Maria flitt den Ball. Jetzt der hohe Ball auf Perisic. Aber wieder ist Subotic vor ihm da. Oh, und dann Perisic setzt sich ein bisschen unfair ein, aber David Luiz löst das sicher in der Mitte. So, die Halbzeit ist rum. Die erste Halbzeit ist rum. Es ist ein von Taktik geprägtes Spiel. Beide Teams in der Defensive sehr stark. VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und dann steht es 0:0. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, was macht der Halbzeitstand. Hannover gegen Bayern. Natürlich, wenn die jetzt schon 4:0 führen, dann können wir es eigentlich schon fast vergessen. Aber wir werden jetzt gleich drauf schauen. So, hier ist immer noch die größte Chance von Di Maria in der dritten Minute bereits. Danach kam lange nichts mehr. Dann hat es bis zur, ich glaube, 43. Minute gedauert, bis James Rodriguez die Riesenchance hat. Hier Paris jetzt mit einem Schuss, aber der geht deutlich drüber. Okay, die Szene von James Rodriguez. Ich meine, ich soll die Bayern spielen momentan. Wo sind sie? 0:0. Ja, alles drin. Ich würde sagen, alles drin. Hannover gegen Bayern 0:0. Da ist alles drin. Also da wird es wirklich, es kommt auf die letzten Sekunden. Das wird ein richtig spannendes Finale. Also momentan sind die Bayern Meister, aber wenn Dortmund hier ein Tor schießt und ja, dann sind wir Meister. Also es ist wirklich komplett offen. So, zweite Halbzeit geht los. Borussia Dortmund zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die Titelfrage wird heute geklärt. Geht die Meisterschale nach München oder geht sie nach Dortmund? Das werden wir in den nächsten 45 Minuten erfahren. Momentan ist sie in München, aber Dortmund bräuchte momentan nur ein einziges Tor, denn die Bayern führen nicht. Und wenn Dortmund hier gewinnt und die Bayern spielen nur unentschieden, dann sind die Dortmunder Meister. Und das wird ein richtig spannendes Ding hier noch. Aber jetzt müssen wir erstmal gegen Wolfsburg ein Tor machen. Ja, die Flanke kommt. Gott, war sicher zur Stelle. Jetzt mal ein hoher Ball auf Jackson Martinez. Der setzt sich da durch den Kopfballduell, bringt aber den Ball nicht zu Di Maria. Jetzt der Ball bei VfL Wolfsburg. Ein gefährlicher Ball, Di Maria ist dazwischen. Jetzt kommt eine gute Chance und dann bringt Arturo Vidal den Ball nicht auf Di Maria. Schade, der wäre gut durchgelaufen. Da wäre eine richtig gute Chance draus entstanden, aber wieder der VfL Wolfsburg am Ball. Über Luis Gustavo. Luis Gustavo am Ball, weiter zu Co. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kors! Ja, 25 Meter, traut er sich mal, hämmert drauf. Aber Courtois ist ein guter Torhüter in der Saison, ganz, ganz sicher zur Stelle. Und jetzt kommt Marco Reus. Reus hat Schmelzer mit dabei. Reus immer noch am Ball und dann verspringt ihn der Ball ganz doof. Wie sehen wir es? 13 Mal ohne Gegentor. Kurz war damit der beste Torhüter in der Liga momentan. 13 Mal ohne Gegentor in 34, ja, in guten 33 Spielen eigentlich. Und momentan sind es ja 34 Spiele und das heißt, er wäre 14 Mal ohne Gegentor. Top-Leistung eigentlich, echt ein guter Torhüter. So, aber jetzt gibt's jetzt gefährlich. Riesenparade hier von Courtois. Einmal nicht aufgepasst und jetzt Piszczek bringt den Ball nicht mehr raus. Eckball für den VfL Wolfsburg. Gut gemacht. Da steht Co. komplett alleine. Bringt den Ball zu Dumbia, der mit dem Kopfball und der wäre fast noch einer rangekommen. Aber jetzt gibt's Eckball für den VfL Wolfsburg. So, jetzt aufpassen. Halbe Stunde hier noch zu spielen. Kommt gefährlich rein. Geklärt. Aber jetzt Pilar mit dem Ball in die Mitte. Und dann ist der Ball abgepfiffen, weil Abseits stehen. Richtige Entscheidung hier, steht im Abseits. Ich glaube, Luis Gustavo war es sogar. Und damit Freistoß für den BVB. So, halbe Stunde ist hier noch zu spielen. Dortmund braucht immer noch ein Tor und das dürfen sie nicht vergessen. Also momentan spielen sie wirklich als würde dieses 0:0 rein. So, jetzt erstmal Freistoß für den BVB, weil Rodriguez fault. Zwei Namenskollegen. So, jetzt Gündogan. Weiter zu Arturo Vidal. Arturo Vidal, wohin? Oh, verliert hier den ganz wichtigen Ball gegen Pilar. Jetzt die Konterchance über Co. Dortmund muss jetzt ein bisschen mehr Druck machen, weil die sind noch nicht Meister. Auch wenn Bayern hier unentschieden nur spielt gegen Hannover, dann müssen Dortmund immer noch ein Tor schießen. So, hier erstmal Abseitsstellung. Richtige Entscheidung, Freistoß für den BVB. Jetzt Arturo Vidal. Weiter geht's zu Di Maria.
Dortmund muss hier mindestens ein Tor schießen. Sonst nützt dieses ganze Hannover 0:0 nicht. So, jetzt James Rodriguez mit der Flanke. Wird abgefälscht. Und hier geklärt. Jetzt Co. Weiter zu Malanda. Jetzt die Pilar. Pilar raus zu Fagner. Fagner auf dem Weg nach vorne. Wird aber souverän vom Ball getrennt durch Schmelzer. Und da kommt David Luiz. Und jetzt wird es riskant. Riesenpatzer von David Luiz. Oh Gott, war mit der Glanzparade. Das Spiel entwickelt sich gerade in eine falsche Richtung. Wir müssen ein bisschen durchwechseln. So, ich brauche ein bisschen mehr Tempo im Spiel. Also Rodriguez ist nicht unbedingt das schnellste Spiel, deswegen tun wir den raus. Und außerdem Arturo Vidal hat heute auch keinen guten Tag. Paul Pogba rein. Und später dann Aubameyang. Oh, das wird dir noch eine heiße Geschichte. Also Dortmund braucht mindestens ein Tor. So, jetzt die ersten Wechsel. Arturo Vidal, James Rodriguez raus, Błaszczykowski und Paul Pogba rein. Jetzt Eckball für den VfL Wolfsburg. Kommt gut in den Strafraum. Oh, da kommt ein Dortmunder zu Fall. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Und es gibt Einwurf für den BVB, weil gar keiner an diesem Eckball dran war. Und jetzt Pogba, zum Beispiel mal einen Ball. Jetzt Paul Pogba, wohin? Außen die Maria. Die Maria, ah, gute Grätsche von Pilar, nimmt dem BVB-Spieler den Ball ab. Er ist der hohe Ball wieder auf Dumbia, aber der hat heute auch wenig gegen die Dortmunder Abwehr zu setzen. Jetzt nimmt aber Subotic mal den Ball ab. Und jetzt die gute Flanke, Gott war ist nicht dran. Das Tor für den VfL Wolfsburg. Pilar mit dem ersten Tor heute. Dortmund schläft einfach nur. Und jetzt werde Bayern auf jeden Fall deutscher Meister. David Luiz mit Kunsteinlage kommt da nicht mehr ran. Courtois war stürmt zwar raus, aber den Ball kriegt er nicht mehr. Aber Subotic dann den Ball verliert. Riesenpatzer natürlich von Subotic. Aber das passiert jedem Mal. Aber nicht heute, nicht in so einem wichtigen Spiel. Und jetzt muss Dortmund hier drücken, aber Dumbia nimmt hier Di Maria sofort den Ball ab. Also Wolfsburg ist ein starker Gegner und wahrscheinlich ist das wirklich ja, das Meisterstück für den FC Bayern München. Das darf nicht wahr sein. Aber wir haben nur eine Chance. Wir haben hier nur 20 Minuten zu spielen, aber Wolfsburg ist stark. Wolfsburg ist jetzt natürlich stark drauf. Nächste Chance, fast die Entscheidung. Jetzt kommt schon weiter ab auf Paul Pogba. Pogba außen wartet Di Maria auf den Ball. Bekommt ihn zugespielt. Aber jetzt mal eine gute Aktion bringen. So viel kam heute noch nicht vom BVB. Jetzt guter Ball auf den Flügel zu Marco Reus. Reus mit der Chance. Reus mit dem Torabschluss. Abgefälscht. Eckball für den BVB. Jetzt kommt auf einmal Tempo rein. Zuerst mal den aus. Und jetzt kommt die Auswechslung. Adebayor kommt. Dumbia darf raus. Und es gibt Eckball für den BVB. Di Maria mit dem Eckball. Findet Subotic. Macht es nicht gut, vielleicht im Nachsetzen, da kommt keiner hin. Er versucht Paul Pogba mit einem Seitfallzieher-Ansatz, aber erwischt den Ball nicht. Jetzt Marcel Schmelz außen ist Di Maria. Di Maria, geht in die Mitte, Di Maria, vielleicht mit seiner Chance. Di Maria muss auf die andere Seite ausweichen. Jetzt immer noch Di Maria am Ball, Di Maria. Weiter zu David Luiz, der ist auch mit vorne geblieben, der verliert den Ball. 12 Minuten hier nur noch. Dortmund braucht noch 2 Tore hier. Und die Zeit läuft dem BVB davon. Das darf nicht wahr sein. Und jetzt die Riesenchance für den VfL Wolfsburg. Courtois muss raus. Courtois kommt raus. Nächste Chance. Adebayor auf deiner Seite liegt vor für Pilar. Da kommt der Schuss. Da kommt wieder Courtois raus. Aber der Ball geht neben das Tor. Abstoß für den BVB. 8 Minuten noch. 8 Minuten sind hier noch zu spielen. Jetzt Błaszczykowski. Auf einmal geht doch was beim BVB im Offensivbereich. Aber es läuft wenig zusammen. Jetzt Jax Martinez. Von ihm heute auch so wenig zu sehen. Jax Martinez mit der Reingabe. Da steht Błaszczykowski. Er fällt. Aber das Spiel läuft weiter. Und es sieht so aus, als sind die Bayern Meister. Egal, was jetzt die Bayern machen. Die Bayern werden wahrscheinlich schon feiern in Hannover. Jetzt Perisic. Weiter zu Co. Co zu Luis Gustavo. Hoher Ball in die Mitte. Da ist Co. Wie Subotic nicht am Ball. Nächste Chance. Und jetzt wackelt Dortmund mal richtig. So, 3 Minuten noch. Dortmund braucht immer noch 2 Tore. Und ich glaube, das wird nichts mehr. So, Handspiel. Jetzt können wir nochmal wechseln. Jetzt werden wir auch nochmal wechseln. Und zwar Aubameyang rein, Di Maria. Oh Gott, wen sollen jetzt da raus? Und ja, im Prinzip, ich glaube, das war es jetzt sogar schon. Also 2 Minuten und 2 Tore, das wird ein Wunder. Das muss ein Wunder hier werden. So, Di Maria raus, Aubameyang rein. Ja, momentan ist auf jeden Fall der FC Bayern München hier deutscher Meister. Dortmund braucht 2 Tore und dann wissen wir noch nicht mehr, ob wir überhaupt ein deutscher Meister sind. Ist Paul Pogba. Pogba am Ball, Pogba mit ein bisschen Platz. Paul Pogba, Pogba, komm schon. Abschluss, komm schon, jawohl. Immerhin, sie sind wieder im Spiel. Sie sind wieder dabei, der Ausgleich.
Paul Pogba in der letzten Minute, aber sie brauchen noch ein Tor. Pogba hält den BVB mit einem Finger an der Schale, aber sie brauchen noch ein Türchen. Und der VfL Wolfsburg hat den Ball. Ein Tor reicht noch nicht. Sie brauchen noch eins. Sie brauchen jetzt den Ball so schnell wie möglich. Haben sie hier noch eine Chance? Sie bekommen ihn. Du, Paul Pogba, Pogba und dann verspringt der Ball. Hat immer noch jetzt Torball auf Marco Reus. Reus, komm, lauf, Reus. Und dann steht Benaglio bereit und nimmt den Ball auf. Und das könnte es gewesen sein. Nochmal der Abwurf. Und das könnten die Titelträume von Borussia Dortmund gewesen sein. Jetzt nochmal Adebayor. Aber Dortmund braucht das Tor. Dortmund braucht noch ein Tor. Der Ball geht irgendwo hin und es gibt sogar nochmal Eckball. Und das muss es, das war's. Ich glaube nicht, dass da noch ein Dortmund-Angriff entstehen wird. Pogba holt sich den Ball. Weiter geht's zu Marco Reus. Das Spiel ist aus. Das darf alles nicht wahr sein. Dortmund hat es nicht mehr geschafft. Der FC Bayern München ist deutscher Meister. Tränen natürlich aus Seiten von Borussia Dortmund. Das ist hart. Der VfL Wolfsburg hat es gut gemacht. Wir wissen noch gar nicht, wie die Bayern gespielt haben. Ja, Wolfsburg feiert dies und nächstes Jahr Champions League dabei. Borussia Dortmund ist sowieso dabei, aber die hätten ganz oben stehen können. Ganz oben. Jetzt müssen wir nur ganz kurz drauf schauen. Höhepunkte schauen wir uns ganz kurz an. Es war wirklich ein langweiliges Spiel, kann man sagen. Dortmund hat zu lange gezögert, bis sie dann eigentlich mal aufgewacht sind und hier mitgespielt haben. Hier dann das Tor, dafür verliert natürlich Subotic den Ball. Dann kommt die Flanke sehr gut. Da wird Luis springt vorbei. Courtois springt vorbei. Da kam zwar noch Paul Pogba, aber der kam viel zu spät, dieser Ausgleich. Das war's. Dortmund hat es nicht geschafft. Die Bayern sind deutscher Meister. Die Schale geht nach München. Verdientes Ergebnis. Ja, Wolfsburg hat sogar noch mehr Chancen. Ja, es war kein gutes Spiel. Also es war wirklich kein gutes Spiel. So, Kott war bester Mann heute. Jetzt schauen wir drauf, was hätten die Bayern gemacht. Die Bayern hätten, die hätten sogar verloren, die dreht durch. Jetzt sind wir punktgleich. Ich könnte kotzen. Ja, Turnierpreis kriegt 11,7 Millionen. Traurig, oh nein, die haben verloren. Ich könnte kotzen. Die haben in Hannover 1:0 verloren. Mein Gott, wir hätten das Spiel nur gewinnen müssen. Jetzt ist punktgleich. Was? Oh Mann, oder? Das gibt's doch nicht. Das ist scheiße punktgleich. Wann gab's denn sowas zum letzten Mal? Schaut euch mal die verrückte Tabelle an. Platz 3 und Platz 4 auch punktgleich. Und Platz 5 nur ein Punkt dahinter. Also das ist echt total verrückt. Die Nürnberger müssen die Relegation. Köln und FSV Frankfurt. Aber was ist das für ein verrückte Saison? Bayern und Dortmund punktgleich. Und nur weil Bayern mehr Tore, na weniger Tore kassiert hat, sind sie deutscher Meister. Das gibt's doch nicht. Wie spannend war das? Punktgleich. Weil wir gegen Wolfsburg nicht gewonnen haben. Natürlich, wenn Wolfsburg verloren hätte, wären sie auf Platz 5 gewesen und wären nicht in der Champions League dabei gewesen, weil Schalke dann die bessere Tordifferenz wahrscheinlich gehabt. Ja, so ist es im Fußball. Man kann nicht alles haben. So, wir haben drei Nachrichten, Pressekonferenz. Ja, wir müssen unser BVB motivieren. So, was haben wir denn? Blaschikowski bedankt sich, dass er spielen dürfen, genauso wie Kay Gündogan. So, aber Kopf hoch, wir haben noch zwei Pokale, die was wir gewinnen können. Der DFB-Pokal gegen Gladbach und die Champions League gegen Manchester United. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall schaffen. Wir müssen die Köpfe wieder hochbringen, aber ja, es war einfach scheiße. Wir hätten einfach nur gegen Wolfsburg gewinnen müssen, dann hätten wir es geschafft, aber so... Mein Gott, wir haben schon so lange kein Spiel mehr nicht gewonnen. Es lief jetzt echt in den letzten Spielen so überragend. Wir haben eigentlich haben wir überhaupt dieses Jahr überhaupt einmal verloren? Ja, hier 28. Februar gegen Freiburg 0:0. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. Wir haben 14 Spiele am Stück gewonnen und zum Schluss nur ein Unentschieden. Das ist bitter.
Punktgleich, nur Zweiter. Kann man nichts machen. Gut, beim nächsten Mal das DFB-Pokalfinale, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal holen wir dann hoffentlich den Pokal in der Saison. Bis zum nächsten Mal. Ciao.